MOOCs kann man nicht nur alleine absolvieren, sondern sie werden auch gerne in der Lehre eingesetzt. Dafür stellen wir euch heute 7 mögliche didaktische Szenarien vor. Diese Szenarien bestehen meist aus einem MOOC, Präsenzeinheiten und einer Prüfung außerhalb des MOOCs. Ist ein Element optional, wird es strichliert dargestellt. Der erste Typ ist der konventionelle MOOC, den man als reinen Online-Kurs ohne zusätzliches didaktisches Begleitangebot nutzt. Der zweite Typ ist der Intro-MOOC, mit dem sich Lernende einmalig auf eine Präsenzveranstaltung vorbereiten. Der MOOC wird dabei vor dieser Veranstaltung abgeschlossen. Dieser Typ wird gerne verwendet, wenn Lernende Vorkenntnisse zu einem bestimmten Thema brauchen. Damit kann das Verständnis und die Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden erleichtert werden. Beim dritten Typ, dem Blended MOOC, handelt es sich, wie sein Name schon verrät, um ein klassisches Blended Learning Szenario. Hier wird Präsenzlehre mit einem MOOC angereichert. Das Szenario startet mit einer Präsenzveranstaltung, um Lernende miteinander und mit dem Inhalt bekannt zu machen. Im Anschluss an das Treffen wird der MOOC gestartet. Ein weiteres Präsenztreffen findet nach ca. der Hälfte des MOOCs statt. Nach dem MOOC wird das Szenario mit einem letzten Treffen abgerundet. In diesem Treffen haben Teilnehmende die Möglichkeit, sich über die Erkenntnisse aus dem MOOC auszutauschen. Ähnlich wie beim Blended MOOC gibt es hier beim Inter-MOOC vor und nach dem MOOC jeweils ein Präsenztreffen der Teilnehmenden. Der MOOC wird hier aber als ganzer Block absolviert, ohne Unterbrechungen. Anders als beim Blended MOOC, wo Präsenzlehre mit dem MOOC ergänzt wird, geht man beim Inverse Blended MOOC vom MOOC aus, welcher mit Präsenzeinheiten eingereichert wird. Das kann beispielsweise in Form von Workshops oder Fragestunden während der MOOC-Laufzeit geschehen. Flipped Classroom ist ein mittlerweile weit verbreitetes Konzept in der Lehre. Und das kann auch mit MOOCs durchgeführt werden. Beim Typ 6, dem Flipped MOOC, ist der MOOC eng mit der Präsenzveranstaltung verzahnt. Im MOOC werden die Inhalte vorgestellt, die dann in der Präsenz geübt und vertieft werden können. Anders als beim Blended Learning MOOC wird jede MOOC-Lektion mit einer Präsenzeinheit ergänzt. Beim letzten Typ, dem Vorlesungs-MOOC, wird der MOOC durch einen Kurs in einem separaten Learning Management System ergänzt. Auf dieser anderen Plattform finden Lernende meist weitere Übungen und Aufgaben. Optional kann dieser Typ mit Präsenzeinheiten ergänzt werden. Das waren unsere 7 möglichen Einsatzszenarien von MOOCs. Damit eure MOOCs gut in der Lehre einsetzbar sind, behaltet die Szenarien beim Erstellen eurer MOOCs im Hinterkopf.